Grüß euch, liebe Zuschauer, Servus auf YouTube, Odyssey, Telegram, Twitter und unserer Netzseite. Beim Durchstöbern durch Twitter fiel mir ein Tweet auf und da kam mir dann folgende Szene aus dem Film Apocalypse Now von Coppola, Francis Ford Coppola, berühmter Vietnam-Antikriegsfilm eigentlich. Bei dem Film ist noch zu erwähnen, da sind die Dreharbeiten, wahrscheinlich wären das ein eigener Film, die müssen total chaotisch gewesen sein. Es geht hier in der Szene, da wird ein Strandabschnitt als Landezone erobert, freigekämpft oder wurde freigekämpft und der Kommandeur hier mit nacktem Oberkörper sinniert über den Krieg. Napalm, mein Junge! Es gibt nichts auf der Welt, das so riecht! Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Weißt du, einmal haben wir einen Hügel bombardiert. 12 Stunden lang, als alles vorbei war, lief ich da rauf. Nicht eine einzige stinkende Vietnamesenleiche haben wir dort gefunden. Das war ein Geruch. Du kennst doch diesen Geruch von Benzin. Der ganze Hügel. Ja, wie roch er? Wie nach Sieg roch er. Ja, das war dieser Tweet, den ich hier gesehen habe. Und spontan fiel mir die Szene ein mit dem Napalm am Morgen und nach Sieg roch er. Ja, das ist ein Tweet von Herrn Rechtsanwalt Steinhöfel auf Twitter. Am 20. November rausgesendet. Ich liebe den Klang der israelischen Artillerie, die Salven auf Gaza abfeuert. Schauen wir da mal rein. So, also man muss davon ausgehen, egal was hier sonst noch zu beachten wäre, sage ich mal, aber wenn so eine Granate in einem dicht besiedelten Gebiet krepiert, muss man zwangsläufig davon ausgehen, dass da Menschen sterben und verletzt werden. Ich weiß nicht, ob man da angemessen sagen kann, ich liebe den Klang der israelischen Artillerie, die Salven auf Gaza abfeuert. Naja, Steinhöfel hat aber noch mehr da durchaus getwittert in diesem Zusammenhang. Hier ist er als Koch unterwegs. Ja? Also er bereitet das Essen für die IDF, für die israelische Defense Force oder wie das heißt, also für die israelische Armee. Eine Essenszubereitung für die israelische Armee haben wir hier. Also vom ersten Blick an schaut das Foto natürlich brutalst gestellt aus. Ja, die drei machen irgendwie nicht so wirklich was, halten irgendwie den Apfel, vor allem warum Apfel eigentlich schälen, ja, weiß ich nicht. Aber es wird halt noch absurder, wenn man sieht, dass der Steinhöfel breit grinsend hier ein Messer in der Hand hält, was auf Twitter erkannt wurde als Tomatenmesser. Das Gefro-Tomatenmesser gibt es ja 5,90 Euro, hat er noch schnell mitgenommen. Wobei diese Sägemesser denkbar ungeeignet sind für Äpfelschälen. Ja, da ist ja sie noch besser ausgestattet. Das sieht ja aus wie ein Apfelschäler. Ich meine, welcher vernünftige Mensch schält überhaupt einen Apfel mit einem Messer? Ja, also wenn nichts anderes da ist, okay. Aber normalerweise macht man das im Apfelschäler, weil man da auch viel weniger abnimmt vom Apfel, sage ich mal. Und diese Plastikschürzen da, also macht euch selber ein Bild, aber es ist schon alles ein bisschen. Ja, dann geht er aber auch in den Ronsheimer Modus. Natürlich, da wird hier mit Stahlhelm, ja, oder Kevlarhelm, ja, und Splitterschutzweste. Ich weiß gar nicht, was der da treibt, der in welcher Funktion auch, ja. Und hier haben wir nochmal seinen Twitter-Account. Er trifft sich hier mit verschiedenen Ministern bzw. Politikern aus Israel. Hier der
Terrorismusberater Israels, hier kocht jemand für eine größere Menge an Leuten, hier ist dieses Apfelschälerbild und hier geht es weiter, hier ist dieser unsägliche Tweet mit "Ich liebe den Klang der israelischen Artillerie, die Salven nach Gaza feuert", hier ganz martialisch Bürgermeister von Aschkelon mit dem Sturmgewehr umgeschnallt. Ja. Ich finde, er beschäftigt die Leute da ein bisschen. Haben die unten noch was anderes zu tun? Und eine terrorsichere Notaufnahme und kein Waffenlager in dem israelischen Krankenhaus, 600 Meter zum Gazastreifen und Haus in Netta Ha'azara. Die Katze hat überlebt, schreibt er. Sigmar Gabriel ist ein Antisemit und ja, das ist irgendwie unwichtig. Und hier, es gibt definitiv uninteressantere Destinationen als Tel Aviv. Das ist alles so wie Mythe. Ich bin der Kosmopolit, der Weltenbummler, der überall wichtig ist. Und also ich muss echt sagen, ich finde es echt super geschmacklos. Dazu muss ich noch persönlich was sagen. Ich hatte mit Herrn Rechtsanwalt Steinhöfel, bin ich zwei, dreimal begegnet, aber wir hatten uns nicht wirklich unterhalten bei irgendwelchen Gelegenheiten, AfD-Treffen in Berlin im Bundestag und noch, ich glaube, bei einer anderen Veranstaltung. Aber es kam nie zu einem wirklichen Gespräch. Ich habe ihn dann mal angeschrieben, wegen meiner Kanallöschung damals bei YouTube, das ist auch schon, weiß ich nicht, über 1,5 Jahre her oder was. Da kam dann Wochen später, als die ganze Geschichte schon längst gelöst war, von ihm eine E-Mail zurück. Ich kenne weder Sie noch Ihren Kanal und man kann davon ausgehen, dass das 5.000 Euro kostet. Das war der Text in der E-Mail, also mit anderen Worten, nerv mich nicht. Ja, das war so das, was ich bei mir da ankam und witzigerweise hat mich bei einem anderen sehr, sehr guten Anwalt das Ganze keine 1.000 Euro gekostet. Also nur mal so nebenbei. Ja, trotzdem möchte ich Herrn Steinhöfel hier jetzt nicht absprechen, dass er durchaus auch für die Meinungsfreiheit was getan hat und Leuten geholfen hat, um Gottes Willen. Aber das hier ist natürlich dann schon, sage ich mal, vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, um es mal ganz milde zu formulieren. Ja, da sind wir wieder hier. Ja. Abfall, mein Junge! Sieg, Rocher! Wie nach Sieg, Rocher! Ist die gleiche Energie, die gleiche Ebene, ja, sind wir wirklich nicht weit weg davon, von dem Kommandeur da in dem Film. Ja, das wollte ich euch anheimstellen. Also ich finde, es treibt schon seltsame Blüten, ja, was da jetzt irgendwie rausgehauen wird und vollkommen, ja, letztendlich drauf geschissen wird, wo die Granate einschlägt und die Granaten, wir reden hier von Salven, ja. Wie man sicherlich weiß, Artillerie ist durchaus, hat eine Streuung von bis zu 50 Metern. Ja. Also kommt darauf an, wie gut die Rohre sind, wie gut die Granaten sind. Maximal die geringste Streuung sind, glaube ich, 5 bis 10 Meter. Also ganz genau geht's nicht bei der Artillerie. Und dann kann halt auch mal das Nebenhaus getroffen werden, wo vollkommen Unbeteiligte sitzen in Gaza. Oder man sagt, à la Steinhöfel, ganz Gaza ist praktisch, kannst du eigentlich überall hinschießen, triffst du immer den richtigen. Ja, das kann man natürlich auch sagen. Ja, an der Stelle. Macht's es gut, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Abonnieren, teilen, liken, kommentieren. Und wenn ihr denkt, ja, das ist durchaus auch eine kleine Unterstützung wert, finanzieller Art, der Kanal, dann Ko-fi, Bitcoin, Stripe und Deutsche Bankverbindung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Servus. Das muss man schon mal irgendwie echt auch erstmal aussprechen bzw. aufschreiben. I love the sound of Israeli artillery firing volleys towards Gaza. Ich liebe den Klang der israelischen Artillerie, die Salven auf Gaza abfeuert. Und jede einzelne Granate bringt Tod und Verderben. Ja, das kann man nicht bestreiten. Macht es gut, ihr Lieben. Vielen Dank. Servus.